Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schild. Nicht Schwert, Schwert ist es. In der Mini-Nuzlocke-Challenge. Und anscheinend kann man die Dinger hier einmal pro Tag abholen. Wir sind gerade noch in der Naturzone, haben in der letzten Folge auch gegen dieses komische Roselia gekämpft. Und obwohl das so klein ist, hat das einfach Level 180 Milliarden, keine Ahnung. Und Onix hatten wir auch noch, was mein Memeon einfach getötet hat. Und wir müssen auf jeden Fall hier mehr aufpassen. Auf jeden Fall sind wir hier anscheinend in der Naturzone. Und ich glaube, ich werde sie jetzt einfach mal verlassen, es sei denn mir... Ist das ein Vulpix, genau, Vulpix. Geil, ein Feuer-Pokémon, ein süßes Feuer-Pokémon, bestimmt weiblich. Gibt's die überhaupt als männlich? Ich bin mir gar nicht sicher. Es ist sonnig. Es ist auf jeden Fall ein weibliches. So, ich vermute, es wird sterben, wenn ich eine Aquawelle einsetze. Deswegen setzen wir eine Aquaknarre ein. Das war auch sehr stark, aber das ist ja schon Level 10. Vielleicht hält... Oh, der hält das ja wirklich aus, obwohl das sehr effektiv ist. Das ist ja heftig. Ich glaube, Aussetzer macht, dass ich die Aqua-Knarre jetzt nicht nochmal einsetzen darf, ne? Ja. Toll, aber ich habe Angst, dass die Aquawelle zu stark ist. Deswegen setze ich einfach nur einen Klaps ein. Ich würde das nämlich schon gerne fangen. Ja, aber heute ist Ziel auf jeden Fall, nach Engine City zu gehen, was ja auch eigentlich unser Ziel war. Ja, mit Blutkatze schon mal gar nichts hier. Und eventuell mal den ersten Arena-Leiter kennenzulernen, nachdem wir hier das süße Vulpix gefangen haben. Ich bin noch am überlegen, ob ich mich vielleicht ein bisschen stärker machen soll. So bis auf Level 20 zumindest, das Memeon. Oder bis es sich entwickelt. Ich glaube, das dürfte auch nicht mehr allzu lange dauern. Denn ich habe ein bisschen Angst, dass ich ein bisschen underlevelt bin, wenn ich jetzt sofort hier rausgehe. Vulpix, Fuchs-Pokémon. In seiner Jugend hat es 6 hinreißende Schweife. Während es wächst, kommen noch weitere neue Schweife hinzu. Dann hat er, glaube ich, 9, ne? Das ist auch ein bisschen angelegt an dieses... Japan-Fuchs-Ding, wozu ja auch Naruto gehört. Der ist ja auch so komisch. So, Jay wollte irgendwas mit süßen Fuchs- oder mit süßen wuscheligen Ohren sein. Das, ich weiß jetzt aber nicht, ob ich Vulpix tatsächlich ins Team nehmen will. Aber gut, Jay bekommt hier erstmal... Wird erstmal ein Vulpix. Vielleicht werde ich das später nochmal ändern. JC... Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Lacy wirklich... Da ist noch ein Saftkorn gewesen, habe ich gerade gesehen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Lacy im Team haben lassen will. Oder Sonquo. Wir haben halt viel zu viele Fuchs- und Hunde-Pokémon hier drin. Das ist ein bisschen komisch, aber die sind auch halt einfach so als süß alle. Ja, ich glaube, Lacy kommt raus, ne? Aber das war so ein Dynamax-Pokémon, deswegen ist er halt auch mega stark. I don't know, Leute. Auf jeden Fall holen wir uns hier nochmal kurz das Saftkorn. Da wird nämlich ein wunderschöner Schmetterling oder ein Smetbutt raus. Und wie jeder weiß, ist Smetbo eines meiner Lieblings-Pokémon. Ja, ja. Oh nein, der berüchtigte Hertha. Was soll ich da nur tun? Und er ist im roten Bereich. Jetzt können wir es auf jeden Fall fangen. Oh nein, noch ein Hertha. Nicht, dass seine Haut jetzt hart genug ist, um den Pokéball auszuweichen. Das wäre ja richtig blöde. Saftkorn ist ein doofes Pokémon. Raupi ist doch ganz cool mit seinem Fadenschuss. Saftkorn ist einfach total nutzlos. Aber Smetbo ist wieder mega süß. Ich mag Smetbo sehr. Habe ich ja schon in der ersten Folge gesagt, warum. Lalalalalala. Sehr schön. Haben wir auch das Saftkorn gefangen. Foxery Level 12. Ich bin echt mal gespannt, wann die sich alle entwickeln. Standpauke hat auch zumindest erlernt. Was macht denn Standpauke? Ist das eine Attacke, die... Oh, die macht sogar 55 Schaden. Wäscht gegnerische Pokémon mit einer ausführlichen Standpauke den Kopf und senkt dabei deren Spezialangriff. Dafür kann, glaube ich, mal Rutenschlag raus. Rutenschlag ist auch wieder so eine Attacke, die ich halt gar nicht mag. Saftkorn! Ich habe übrigens immer früher gedacht, der heißt Saftkorn. Aber der heißt einfach nur Saftkorn. Witzig, oder? Ein Kokon-Pokémon von Typ Käfer. Ist tatsächlich auch 10 Kilo schwer. Krass. In diesem Zustand wartet es auf die Entwicklung. Es kann nur seinen Panzer erhärten. Daher bewegt es sich nicht, um nicht angegriffen zu werden. Ganz schön schlau vom Saftkorn. Na, erstmal die Box mit dir. Ich werde die irgendwann alle entwickeln. Ich möchte auch irgendwann Smetbo haben, tatsächlich. Aber gerade das Long-Vulpix. Ja, das relativ... Ah, egal. Oh, Skabbeltot. Ja, egal. Ich will hier eigentlich gar nicht so viel kämpfen. Also die XP nehme ich natürlich mit. Ich werde es aber für euch wegschneiden, weil das halt echt mega lame ist, einfach dreimal Klaps einzusetzen und dann sind die halt tot. So, wir gehen jetzt hier mal raus. Das war doch ein Vulpix. Das Ding war letztes Mal viel zu stark. Bitte nicht hinterherlaufen. Danke. Wie komme ich denn überhaupt irgendwo hin? So, da hinten muss ich hin. Hier sind richtig viele Vulpixe. Hat das auch eine Bewandtnis, wann man hier in die Naturzone geht? Weil jetzt bin ich ja hier abends drin und jetzt scheinen hier andere Pokémon zu sein. Oh Mann. Ist das ein neues Pokémon? Ich glaube, das gab es auch schon früher. Ist das ein starkes Pokémon, ist die Frage. So ein komisches Bienen-Pokémon. Hallöchen. Bist du stark? Bist du eine Weiterentwicklung? Siehst du stark aus? Ich kann das aber nicht einschätzen. Gut, ich werde mich auf jeden Fall nochmal heilen. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Tränke brauchen. Später. Und auch mehr Pokebälle, so wie ich das sehe. Ah, ich weiß nicht. Na gut, komm her. Hallo. Vielleicht ist er jetzt nicht so stark, weil ich ihn als erstes angegriffen habe. Ein Ninjask. Aha.
Da steckt der Name Ninja drin, also wird der wohl voll krass sein, oder? Es ist sonnig, Level 15 gegen Level 15. Das soll noch machbar sein. Aber ansonsten, und der Agilität, ich glaube, das macht keinen Damage, oder? Das macht nur seine Initiative höher? Ja, genau. Aquawelle gegen ein Pflanzen-Pokémon. Oh, Moment, das ist ein Pflanzen-Pokémon. Das ist ja dann mega schlecht, dass wir hier... Oh, ich bin mich verwirrt. Mit Memeon kämpfen. Aber... Ja, seine Initiative steigt immer mehr. Das ist ja richtig assig. Wenn er gleich irgendeine Pflanzenattacke macht, dann wird er halt viel Damage machen. Hoffentlich trifft er sich selber. Er macht einfach Herd, ne? Das wird richtig kacke, den Damage zu machen. Er kriegt jetzt halt auch immer mehr Initiative. Und wenn er immer wieder Härtner einsetzt... Wieder Härtner? Er ist verwirrt. Er setzt Kratzer ein. Okay, das ist zumindest keine... Lol. Volltreffer auch noch. So ein Blödkopf. Aber es ist zumindest keine Pflanzenattacke. Was ja sehr effektiv gegen unser Memeon wäre. Oh boy. Wie viele Leben haben unsere andere Pokémon noch? Auch nicht so viele, ne? Wenn Memeon jetzt stirbt, dann haben wir halt nichts mehr, womit wir irgendwie tanken können. Außer vielleicht mit Evoli, aber der wird wahrscheinlich auch sterben. Oh boy. Okay, wir setzen einen Trank ein, um auf der sicheren Seite zu sein. Und zu gucken, wie viel Damage er jetzt wirklich macht. Der trifft sich hoffentlich mal selber. Dankeschön. Das ist sehr gut. Okay. Dann noch ein Angriff. Und den nächsten Angriff sollten wir auf jeden Fall überstehen, auch wenn er einen Volltreffer macht. Außer es ist eine Pflanzenattacke, aber die wird er wahrscheinlich nicht drauf haben. Eine Aquawelle und dann können wir es, glaube ich, fangen. Katza. Wehe, schon wieder ein Volltreffer. Okay. Was, als ob er wieder einen Volltreffer macht? Was ein Dummkopf. Jetzt ohne Witz. Der hat zweimal angegriffen und macht zweimal einen Volltreffer. Das geht so nicht. Aber wie lange er auch einfach verwirrt ist. Ja gut, wir setzen auf jeden Fall Pokéball ein. Und du kriegst natürlich hier einen schönen Luxusball, damit du da auch bitte drinnen bleibst und nicht nochmal angreifst. Wehe, du bleibst da nicht drin. Du bleibst... Du bist doch schon im roten Bereich. Dann treff dich selber. Nee, Härtner. Das ist okay. Solange du nur Härtner einsetzt. Ich habe extra einen Luxusball eingesetzt. Ich weiß allerdings auch nicht, ob der Luxusball jetzt wirklich besser ist als ein Pokéball. Was steht denn da? Nach dem Fang dem Trainer gegenüber schneller zutraulich zu sein. Ach, dann ist das bestimmt genau dasselbe wie Pokéball, oder? Okay, dann setzen wir einfach mal ein Pokéball ein. Ich habe leider keinen Superball mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass mein Trainerlevel halt noch relativ gering ist und das deswegen ein bisschen schwerer sein kann, so hochlevelige Pokémon zu fangen. Aber okay, das hat funktioniert. Mann ey, mit so einer Nuzlocke-Challenge, auch wenn das so eine Mini-Nuzlocke-Challenge ist, ist das schon ein bisschen nervenaufreibender. Ist auf jeden Fall eine gute Idee mit Nuzlocke. Dann hat man so ein bisschen mehr eine Verbindung zu seinen Pokémon auch, weil sonst ist das ja egal, wenn sie sterben, dann geht man halt zum nächsten Pokémon-Center und das ist alles cool. Aber so pumpt mein Herz dann doch ein bisschen und unser Memeon entwickelt sich endlich. Das ist jetzt was für die Nickel. Ich nenne dich jetzt Nickel, weil das Pokémon auch Nickel heißt. Die wollte nämlich sehen, wie Memeons Weiterentwicklungen aussehen, weil sie die anscheinend noch nie gesehen hat im Let's Play. Oh ja, geil. Der sieht tatsächlich voll cool aus. So ein bisschen eine Emo-Friese. Ein Fleckleon. Der Name ist ein bisschen merkwürdig. Er erinnert ein bisschen an Fleckmon. Aber er sieht cool aus. So richtig jugendlich halt. Na doch, das gefällt mir gut. Ein Wasserechsen-Pokémon. Das Sekret, das aus seinen Handflächen austritt, formt es zu Wasserkugeln. Diese nutzt er im Kampf für taktisch ausgeklügelte Angriffe. Kriegt er denn jetzt auch eine neue Attacke? Das wäre doch geil. Eine taktisch ausgeklügelten Angriff. Und wir haben noch ein Ninja-Pokémon. Wer hätte es gedacht bekommen? Vom Käferflug 12 Kilo schwer. Boah, stellt euch mal vor, es gibt wirklich so schwere Käfer auf der Welt. Lauscht man längere Zeit seinem Gesang, löst er dauerhaft Kopfschmerzen aus. Es ist so schnell, dass es beinahe unsichtbar zu sein scheint. Ach, das soll eine Zikade oder sowas wahrscheinlich darstellen, oder? Cool, das hat funktioniert, das finde ich sehr gut. So, wir hatten ja auch in der letzten Folge nochmal unser Camping hier bekommen. Von Mama. Pokémon Camping! Beim Poké-Camping kannst du mit deinen Pokémon spielen und mit ihnen essen, um so eure Freundschaft zu vertiefen. Wenn du viel mit deinen Pokémon spielst, kann es sein, dass sie sich im Kampf sogar noch mehr für dich ins Zeug legen. Ah, das ist ja toll. Leute und Pokémon, denen du noch nie zuvor begegnet bist, können dein Camp besuchen. Hallo. Ihr süßen kleinen Pokémon. Das ist mein ganzes Team. Ja, hi. Oh, na? Du komisches. Geh doch bitte auf zwei Dingern. Hallo, du da. Ja, komm mal bitte her. Memeon. Eventuell müssen wir dich nochmal umbenennen. Ja, komm mal her. Guck mal hier. Ich habe sogar ein geiles Spielzeug für dich. Wedel, wedel, wedel. Okay, mit dem Pro-Controller kann ich tatsächlich nicht wedeln. Okay. Wedel, 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 wedel. Ja, ja, ja. Das macht Spaß, nicht wahr? Ja, wie so ein kleines Götzenviech. Ja, ja, noch einmal. Ja, greif zu. Oh, bist du geil. Ich mag dich sehr. Haben wir noch andere Spielzeuge? Wir haben noch einen geilen Pokéball. Ja, fang.
Oh, den habe ich nicht gut geworfen. Das tut mir leid. Er trägt es einfach auf dem Rücken. Dankeschön. Ja, wir sind das beste Team. Und mit mehr Schwung. Okay, ich bin nicht der beste Werfer, merke ich gerade. Lol, Foxyui klaut ihn einfach den Ball. Gibt's ja gar nicht. Ja, hast du fein gemacht, Foxyui. Hast du fein gemacht, Jufrin. Dann kochen wir mal was. Bereite ein leckeres Gericht aus Zutaten und Beeren deiner Wahl zu. Je hochwertiger die Lebensmittel sind und je mehr Beeren du ins Essen gibst, desto besser schmeckt es. Mit der nötigen Prise Liebe und dem perfekten Timing wird daraus ein Festmahl für deine Pokémon. Und die Mahlzeiten bringen diverse Effekte für die Pokémon und stellen auch wieder KP und so her. Das ist doch toll. Pokémon haben doch bestimmt auch Vorlieben für irgendwelche Beeren, oder? So, alles bereit. Go. Ja, jetzt kommen da alle Beeren schön rein. Und wir fuchteln. Achso, ich muss das Feuer regulieren. Luft zufächern. Muss ich das ganz doll machen, damit das Feuer aktiviert wird? Ja. Aber ich glaube, das darf auch nicht zu krass sein. So. Achso. Ich glaube, wenn ich das zu doll mache, dann ist auch nicht gut. Okay, ich verstehe es nicht so wirklich. Rühren, 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 rühren. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Aber es sieht bestimmt ganz gut aus. Gut umrühren. Okay, dann mache ich das jetzt so wie bei Mario Party früher. Mit der schönen Handfläche des R-Dings drücken. Mit Liebe abschmecken. Bling! Der innere grüne Bereich besser gewesen? Ich habe keine Ahnung. Ich koche zum ersten Mal, Leute. Guten Appetit. Oh, es gibt Essen, ja! Oh, und es schmeckt gut, aber nicht hervorragend, glaube ich. Ist auf jeden Fall noch... Wohin genau? Güteklasse, wohin genau? Auf jeden Fall noch Luft nach oben. Die Hälfte der KP wurde wiederhergestellt. Dein Team-Pokémon haben einige Erfahrungspunkte kriegt man auch, krass. Dein Team-Pokémon sind etwas zutraulicher geworden. Wir haben 2 Sterne dafür bekommen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Schön, haben wir das Pokémon-Camp auch mal gesehen? Und Foxyui ist sogar Level 13 geworden. Na gut, whatever. So, wie komme ich denn jetzt darüber? Da ist doch eine Brücke. Das sieht gut aus. Beim Milzersee im Westen. Okay, was bist du für ein Viech? Bist du sehr stark? Du siehst ein bisschen stark aus, weil du so pummelig bist. Ja, nee, ich lasse dich lieber in Ruhe. Sonst ist das am Ende wieder so ein Level 80 Pokémon. Ihr seid auch neu. Ihr seid Kaulquappen. Was seid ihr für Kaulquappen? Die sehen auf jeden Fall schwächer aus. Kaulquappen mit Kopfhörern auf. Eine Schallquappe ist tatsächlich die Kaulquappe. Na gut, dann hier einfach wieder Klaps. Ich muss sagen, die Weiterentwicklung hier von Memeon finde ich tatsächlich richtig geil. Ich bin gespannt, wie dann die dritte Entwicklung ist, ob die auch so cool aussieht. Aber die zweite Entwicklung gefällt mir richtig gut. Nein, ich habe Schwallquapp besiegt. Wie konnte ich es wagen? Und ich bin immer noch nicht aus dieser Ebene hier raus. Ich spiele schon 3 Stunden Pokémon und bin immer noch nicht in der ersten City drin. Richtig witzig. So, die zweite Ding hier fange ich jetzt aber. Sogar Level 14. So, der müsste mehr aushalten. Klack. Greift er jetzt mit seiner Zunge an? Habe ich das richtig gesehen? So wie Jar Jar Binks aus Star Wars? Ja, hier. Ich habe ja nichts anderes außer Klaps. Memeon ist mit seinen Attacken auf jeden Fall noch ein bisschen merkwürdig. Oh, eventuell können wir ihn gleich Sternschauer noch beibringen. Das wäre richtig cool. Wie stark dieses Schwalbkorb einfach ist. Also irgendwie. Dafür, dass es so ein Mini-Viech ist. Macht da doch ganz schön viel Schaden. Kann auch ganz schön viel. Euler, das ist... I don't care. Mache ich halt weniger Angriff, war das, glaube ich, genau. Ah, hier, noch der letzte Klaps. Mehr kann ich halt einfach nicht. Es tut mir leid, dass die Kämpfe so... Ja, er greift tatsächlich mit seiner Zunge an. Und ein bisschen komisch sind. So, hier, bitte ein Pokéball für dich, Schwalquap. Sollte der ja reinpassen, oder? Ich glaube, der ist gar nicht groß genug, um sich daraus zu befreien. Ist wie so ein Brunnen für den. Wenn er da einmal reingefallen ist in den Pokéball, kommt er da nie wieder raus. Da. Schwalbquap könnte auch fast die Vorentwicklung von Memeon sein. Ein Kaulquappen-Pokémon, das auch 4,5 Kilo wiegt. What the fuck? Man sagt, wenn es auf Wasseroberflächen schöne Kräusewellen zu sehen sind, liegt das an Schwalbquap, die unter Wasser schrill rufen. Warum die jetzt aber nicht im Wasser sind, ist auch ein bisschen merkwürdig, oder? Was ist das für ein Viech? Eine Katze. Leute, eine Katze. Leute, es ist eine Katze. Miau! Felilu! Felilu, Felilu! Garantiert weiblich. Gibt's garantiert auch nur ein weiblich. Okay, Aquavelle! Ich will jetzt endlich mal aus diesem Gebiet hier raus und nicht immer kämpfen, aber hier gibt's so viel. Ey, ich finde das so nice. Okay, ich find's nicht nice, dass er jetzt gestorben ist. Ich hätte das schon gern gehabt, aber ich find's so nice, dass sich die Attackenanimation jetzt geändert haben, weil sich das Pokémon weiterentwickelt hat. Gab's das früher auch schon so? Also die alten Attacken sehen jetzt einfach anders aus, nur weil sich das Pokémon weiterentwickelt hat. Das Ding kenne ich doch hier auch.
Ist aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir jetzt ein bisschen noch, uns noch weiter trainieren. Hält deine Aquawelle aus, ein Level 8 Samurzel? Ja, hält er nicht aus. Obwohl das nicht sehr effektiv ist, Kiki. Diese Katze hätte ich aber schon gern nochmal. Fililu! Wie sieht Aquaknarre bei ihm aus? Ah ja, da... Wieso ist das ein Volltreffer? So ein Bullshit. Aber ich finde cool, dass er jetzt immer so eine Wasserbombe dabei hat. So, Nicke sollte Level 13 werden. Ja, perfekt. Hallo, Fililu. Das eben war aber tatsächlich männlich, wenn ich das richtig gesehen habe. Gibt's also doch in beiden, obwohl es natürlich sehr weiblich aussieht, das Pokémon. So, come on. Eine Aquaknarre, die nicht... kein Volltreffer ist, sollte das ja wohl nicht What the f... Okay, Memeon ist zu stark für dieses Viech. Da hinten ist noch so ein Fililu. Aber erstmal noch ein Samurzel holen. So, gegen den war ja Wasser jetzt nicht so gut. Können wir auf jeden Fall mal eine Aquaknarre ausprobieren. Sehr gut. Aquawelle, und dann sollte der trotzdem nicht tot sein. Auch wenn Aquawelle natürlich mehr Schaden macht als Aquaknarre. Na? Okay, sehr gut. Perfekt sogar. Das erstaunt, dass wir so viel Damage machen mit einer Attacke, die nicht sehr effektiv ist. Wäre ich aber auch, Samurzel, wäre ich auch. Hier, bitte ein Pokéball für dich. Und? Ja, ich habe einen Samurzel gefangen. I'm the very best. Ja, wird Hop aber Augen machen, wenn ich hier aus der Naturzone mit 80 Millionen Pokémon wieder rauskomme. Vor allem verschiedene Pokémon. Ein Eichelnuss-Pokémon. Hat jedes Pokémon jetzt so einen komischen Oberbegriff? Zeigt es sich regungslos, kann man es nicht von echten Nüssen unterscheiden. Es überrascht liebend gern Pokémon, die es aufpicken wollen. Richtig, der Prankster. So, jetzt aber nochmal kurz ein Fililu. Oh oh. Nein, bitte sterb nicht an den Klammergriff. Oh mein Gott. Okay. So, jetzt sollte das aber richtig einfach sein, den zu fangen. Oh, Fililu. In männlich. Du bist mein. Sah das männliche anders aus als das weibliche? Ich habe nicht drauf geachtet. Aber ich glaube nicht. Ja, wenn du jetzt dich frei machst, dann bist du tot. Okay, das ist die einzig richtige Entscheidung von dir gewesen, Fililu. Sonst wärst du durch den Klammergriff nämlich leider gestorben. Ich habe ihn quasi gar keine andere Wahl gelassen, als im Pokéball drin zu bleiben. Werde mich gut um dich kümmern, Fililu. Wir könnten Fililu auch zu Jay machen. Jay ist jetzt ein Vulpix gewesen, ne? Ein Schelm-Pokémon vom Unlicht. Wir hatten noch ein Unlicht-Pokémon. Ich glaube, Foxery war auch Unlicht, ne? Ich glaube, ich muss das Team irgendwann nochmal ändern, auf jeden Fall. Naja. Es besteht liebend gerne Leute, um sich an ihrer Frustration zu erfreuen. Mit Kleptifuchs verbindet es eine tiefe Rivalität. Deswegen sind sie beide Unlicht. Naja, Spitznamen kann man ja sowieso immer geben. Deswegen lassen wir das erstmal. Und dann haben wir, glaube ich, hier in dem Gebiet erstmal alles an Pokémon abgegrast, was man so haben konnte, oder? Hier passiert doch garantiert ein Gardos irgendwas. Kann man mit dem irgendwas machen? Nee, guck mal, ein pinkes und ein blaues etwas. Und ein riesiges Garados, das sieht so cool aus, dass man die hier so sieht. Ich werde das in jeder Folge nochmal sagen, aber ich finde es richtig geil. Ein Pelikan, ich weiß leider den Namen nicht, Pelikanus, Redeptus Pelikanus oder so. Und hier noch andere Pokémon, die ich noch nicht kenne. Hallo, was seid ihr so? Das da ist auch ein Knospi oder so. Hallo, Knospi tatsächlich. Geil, ich wusste mal einen Pokémon-Namen. Level 13, ist halt auch Pflanze. Soll ich mich lieber nochmal heilen? Ach Quatsch. Der wird schon nichts Krasses machen, oder? So ein kleines Mini-Pokémon. Der kann auch nichts. Sorgensam. Macht das Damage? Oh nein, jetzt sind wir ein echter Emo. Okay, wir machen uns Sorgen. Ich mache mir auch Sorgen um Emmeon, to be honest. Deswegen setze ich lieber nochmal einen Trank ein. Sonst stirbt er mir gleich aus Sorge weg und bringt sich noch selber um oder so. Können wir nochmal einen Klammergriff hinterher machen, der hoffentlich nicht so viel Damage macht. Der wird nämlich auf jeden Fall zweimal treffen. Jetzt wenn wir es einmal machen und jetzt, wenn er gleich angreift, dann kommt leider nochmal der Klammergriff. Das heißt, Klammergriff ist eigentlich immer eine Attacke, die zweimal pro Runde angreift. Aber bisher war es super perfekt mit dem Klammergriff. Rein von den KP her. Jetzt lassen wir ihn eigentlich gar keine andere Wahl, als wieder im Pokéball drin zu bleiben. Na komm, bleib drin. Sei nicht dumm, Knospi. Sehr gut, schlaues Knospi. Ich bin stolz auf dich. Ein Knospen-Pokémon. Es verstreut giftige Pollen. Je sauberer das Wasser war, mit dem es gegossen wurde, desto stärker ist der Giftstoff. Na, Gigi. Tja, wollen wir uns diese komische Ruine da noch angucken, oder... Oh, ein... Wer ist das denn nochmal? Ich kenne den. Wie heißt du denn nochmal? Egal. Na, ich habe Angst, dass er wieder zu stark ist. Oh, da irgendein Fliegeviech. Hallo, Fliegeviech. Hallo. Kommst du bitte mal runter? Danke. Ist das so ein verfluchter Turm? Hallo, komm mal her jetzt. Komm doch her! Siehst du mich nicht? Hier, genau unter dir. Hallo, hallo, hallo. Ja, hi. Ich würde gerne gegen dich kämpfen. Hallo. Kann ich irgendwie hüpfen? Vielleicht, wenn ich mich drehe. Vielleicht bemerkt habe ich dann. Uah!
Ich bin der allerbeste Pokémon-Trainer der Welt. Bitte kämpfe gegen mich. Ich komme nicht an den ran, Leute. Es geht einfach nicht. Es geht aber, ich bin ein bisschen zu klein. So, der wird auf jeden Fall viel zu stark sein. So, Ruin oder nicht? Hier sind auf jeden Fall richtig viele Geist-Pokémon. Okay, also diese Naturzone, die streckt sich anscheinend noch mega doll. Wir werden hier später nochmal hingehen, wenn wir ein bisschen stärker sind. Dann kann ich hier wahrscheinlich auch gegen mehrere Sachen kämpfen. Alter, hier gibt's rote Panda oder was? Jay? Ich glaube, das ist was für dich. Ein Velursi! Ist der verwandt mit Ursula? Kolleraugen. Oh, ist das süß. Es gab aber gar kein roter Panda, aber sieht ein bisschen aus wie ein roter Panda tatsächlich. Alter! Das war eine krasse Attacke. So, mit den Hagelkörnern. Ja. Sieht doch gut aus. Ich glaube nicht, dass wir sterben. Also wenn er zumindest drinnen bleibt, dann ist alles cool. Bitte bleibe drin. Bitte sei nicht dumm. Okay, scheiße. Dann greif bitte nicht an. Wirbler? Das macht ja wohl kein Damage, oder? Okay, es macht doch ein bisschen Damage. Noch mehr Hagelkörner. Das sieht jetzt aber richtig doof aus. Soll ich einen Pokéball einsetzen oder lieber nochmal heilen? Haben wir eigentlich einen Hyperheiler oder sowas? Guck mal, Tafelwasser füllt tatsächlich 30 Leben auf. Dann setzen wir das mal lieber ein. Ein leckeres Tafelwasser. Haben die das OPer gemacht als früher? Ja, früher hat das weniger geheilt auf jeden Fall. Da. Der kriegt auf jeden Fall noch ein paar Hagelkörner ab. Und jetzt sollte der wohl easy peasy fangbar sein. Pokéball, Flieg und Sieg! Uno. Dos. Tres. Klalling. Haben wir auch einen Velursi. Welches ein Wild von Pokémon ist. Sein Pelz ist wunderbar flauschig. Wagt man es jedoch, diesen zu berühren, setzt es sich ohne Rücksicht auf Verluste zur Wehr. Wird auch zu Jay passen auf jeden Fall, weil der so ein bisschen wie ein roter Panda aussieht. Rote Panda sind auch irgendwie Bären, oder? Ich glaube schon. Okay, ja, hier gibt es viel zu viele Pokémon. I don't care. Da gibt es noch ein anderes Ding, aber ich will die alle gar nicht haben. Hier gibt es Millionen Dinger von diesen Teilen. Was geht denn hier ab? Die Naturzone quillt gerade über vor Energie, die man als Watt bezeichnet. An dieser Energie gelangst du durch leuchtende Pokémon-Nester sowie überleuchtende wilde Pokémon. In der Naturzone triffst du zu denen auf Trainer, die dir allerlei Items im Tausch gegen Watt überlassen. Oh, okay. Ach, und ich wollte nochmal hier Beutel gucken. Wir haben hier Sternschauer, Leute. Kann man das nur einmal einsetzen oder ist das endlos? Weil sonst würde ich das einfach mal Memeon geben wollen, statt dem Klammergriff. Ah ja, wir können das tatsächlich jedem beibringen, so oft wir wollen. Ah, okay, hier. TPs kann man nur einmal verwenden, TMs so oft wie man will. Schön. Okay, wir sind jetzt aber wirklich mal durch mit der Naturzone. Sind das Trainer? Will ich kämpfen? Ich will nicht kämpfen. Quatsch, die wollen doch nicht gegen mich kämpfen, oder? Nee. Hi, was geht ab? Wie kann ich dir helfen? Ich würde gerne in deinen Wattladen reingucken. Ein Timerball. Ein Ball, der mit zunehmender Kampfdauer effektiver wird. Okay, auch nice. Man kann hier einfach seine Watt einlösen. Ich dachte, das wäre für Dynamax hier da. Ein Wunschbrocken. Wirft man ihn in ein Pokémon-Nest, taucht ein Dynamax-Pokémon auf. Okay. Und sonst noch ein paar TMs. Der sieht doch mega aus wie Keanu Reeves. Like, what the fuck? Hallöchen, Trainer. Wie sehe es die Welt des Pokécamping noch recht neu für dich wie? Man nennt mich übrigens den Camping King und ich sehe hier immer nach dem Rechten. Ich weiß, dass alle einfach schwer ist, also kannst du mir rund ums Pokécamping ruhig gleich hier in die Bauch fragen. Nein. Garantiert noch richtig geile Sachen zu erkunden, aber ich habe gerade keine Lust dazu. Wieso ist da hinten so ein krasser Schleier? Oh mein Gott, ich muss mir das doch nochmal angucken. Nee, ist mir zu weit weg, Leute. Wir wagen uns jetzt in die City und werden unsere Pokémon mal verbessern und eventuell unser Team ein bisschen austauschen und schauen, was passiert. Das ist also Engine City, ja? Sieht irgendwie mega cool aus. Was haben die Leute nur alle, dass das so komisch aussieht? Haben sich richtig viele beschwert, dass irgendwie die Grafik kacke sei. Aber ich finde die mega gut jetzt, ohne Witz. Also für ein Switch-Spiel und allgemein für ein Pokémon-Spiel ist das doch mega gut. Mega der Sprung. Der tanzt der Pokéball unten rechts. So, die Sache ist, Alter, guck euch mal diesen Banner da an. Süßes Pikachu. Städte sind bei mir in Pokémon-Spielen immer so ein bisschen komisch. Ich verlaufe mich da gerne und dann weiß ich immer nicht, wo ich als nächstes hin muss. Das war zum Beispiel bei Pokémon Y bei mir so. Da war ich dann irgendwann in der großen Stadt und dann wusste ich nicht mehr, wo ich hin muss. Hey, hallo! Bist du Hopp? Nein, du bist irgendjemand anderes. Ach da, du bist die Magnolika-Tochter da. Die Banner sind ja super im Hintergrund. Du hast es durch die Naturzone geschafft, was? Nicht schlecht. Dein Team ist jetzt sicher ziemlich erschöpft. Los, geh, wer ist Pokémon Center? Ist in Ordnung. Wäre auch meine erste Anlaufstation gewesen, tatsächlich. Und eine Ligakarte von Delion. Wieso kriege ich eine Ligakarte von Delion? Hä?
Jeder Trainer besitzt seine eigene Ligakarte, die er über die Kommunikationsfunktion mit anderen Trainern tauschen kann. Ach ja, die Öffnungszeremonie, das weckt Erinnerungen. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal den Kampfplatz eines Stadions betreten habe. Mann, war das ein überwältigendes Gefühl. Wenn ich daran zurückdenke, spüre ich sofort wieder dieses Kribbeln im Bauch. Ach ja, deswegen sind wir hier. Irgendeine Eröffnungszeremonie. Im Brassbury-Bahnhof hat man in letzter Zeit die Chance, ein relativ seltenes Pokémon anzutreffen. Ist dem so? Jetzt soll ich wieder zurücklaufen, oder was? Bin doch gerade erst angekommen. So, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Pokéjobs? What the fuck ist denn das hier alles? Man kann so viel machen in diesem Spiel, das ist unfassbar. So, ich weiß nicht, ob ich Lissy drin behalten will. Ich möchte einmal kurz ihre Daten angucken. Ein Feen-Pokémon. Diebeskuss, Bitterkuss. Glaube fast, ich möchte Sonko doch nicht im Team haben. Aber man braucht halt ein Vogel-Pokémon irgendwann, ne? Und was wäre denn die Alternative? Vielleicht ein Vulpix. Dann hätten wir auch ein Feuer-Pokémon endlich mal drin. Ja, ich glaube, ich nehme Vulpix rein für Lissy oder für Foxuri. Unlicht hat uns bisher auch noch nicht so viel gebracht, ne? Wir packen Foxuri raus, JC kommt rein. Lissy kann drinnen bleiben. Evoli braucht auf jeden Fall noch einen Namen. Felilu finde ich eigentlich auch ganz cool. Na gut, wir lassen das erstmal so. Ich bin mir auch noch nicht sicher, zu was Evoli später werden soll. Auf uns auf jeden Fall ein paar Pokebälle. Auf jeden Fall auch ein paar Tränke. Und der rechte soll anscheinend noch andere Sachen haben. Ah ja. Andere Pokebälle zum Beispiel. Aber die sind ja übelst teuer. Okay, ich hole mir zwei Netzbälle, auch wenn die einfach übelst teuer sind. Aber wenn wir gleich oder später in Wasserbereiche gehen, dann ist das, glaube ich, ganz cool. Was ist dieses Pokéjobs? Kann man da Geld verdienen? In Galar suchen zahlreiche Firmen nach Pokémon, die ihnen bei bestimmten Aufgaben helfen können. Du kannst diesen Firmen unter die Arme greifen, indem du die Pokémon zu ihnen schickst, nach denen sie suchen. Wenn sie zurückkommen, haben deine Pokémon sicher so einiges dazugelernt. Die Auswahl an Pokéjobs wird einmal am Tag aktualisiert. Je öfter du deine Pokémon aushelfen lässt und je mehr von ihnen du losschickst, desto mehr Belohnungen warten auf dich. Das ist auch eine coole Idee. Wir suchen nach Normal-Pokémon, die uns bei der Herstellung von vielseitigen Stoffen helfen. Ah ja, so kann man dann seine Pokémon auch noch verbessern, die man gar nicht im Team hat. Das ist eine coole Idee, finde ich. Also auf jeden Fall Felilu kann rein, weil die will ich später vielleicht noch irgendwie benutzen. Safcon von mir aus auch. Wie auch immer der da helfen kann, keine Ahnung. und vielleicht noch Foxy erstmal. Von mir aus gerne den ganzen Tag. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt erstmal brauche. Los, ihr kleinen Pokémon! Ihr seid das Dream Team, ihr schafft das! Bye bye, bis später. Wie cool. Das dauert jetzt wirklich richtige 24 Stunden, ja? Alles klar. Dann haben wir gerade noch unseren Liga-Pass bekommen. Schauen wir uns den auch nochmal an. Nehmen wir den Delion-Hintergrund. Komischen Feuer. Kann ich auch irgendwie unterschreiben? Ah, wir können uns auch noch woanders hin platzieren. Der Gesichtsausdruck. Den finde ich super. Alles klar, fertig. Glänzende Beschichtung. Ja, normal, wenn das nichts kostet. Für 0 Pokédollar kann man doch ruhig mal zugreifen. Da sieht man den jetzt auch irgendwo. Da, eine Ligakarte. Die gehorchen alle Pokémon bis Level 20. Sehen wir eine an. Ich kann doch nur Pokémon bis Level 20 fangen. Ich hätte also dieses Onix und so gar nicht fangen können. Nicht mal, wenn ich wollte oder was. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zur Eröffnungszeremonie. Die Eröffnungszeremonie findet morgen in Engine Stadion statt. Die ist da hinten. Nutze einfach den Lift da hinten. Vergiss nicht, dich im Stadion anzumelden. Mach ich. Ich habe immer noch nicht den Namen von der drauf. Ich habe den schon wieder vergessen. Tochter von Magnolika. Na gut, dann schauen wir nochmal kurz in die Geschäfte hier rein. Ist das ein Starbucks? Auf jeden Fall ein Kaffeeshop. Guck mal, da ist Lissy. Hallo Lissy. Süß. Was gibt's denn hier so? Du kannst bei uns einmal pro Tag kämpfen. Gewinnst du, gibt es zur Belohnung etwas Süßes auf Kosten des Hauses. Ja klar, lass mal kämpfen. Okay, Barista Jim fordert dich heraus. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich hier nochmal kämpfen muss. Matribi. Level 10, das kriege ich hin. Haben wir nicht sogar ein Feuer-Pokémon? Ja, wir haben noch hier JC. Und der hat sogar Glut. Ja, komm, JC. Level 10 gegen Level 10. Damit ihr mal auf Augenhöhe hier seid. Bitte, bitte greif jetzt nicht an, du komisches Ding. Das wäre voll unfair. Lockduft, das ist in Ordnung. Oh nein, JC verliebt sich. In eine Honigwabe. So, Glut sollte auf jeden Fall richtig gut sein gegen das Viech. Los, JC, setz Glut ein. Das ist sehr effektiv. Geil, wer hätte es gedacht. Mega gut, dass JC von Anfang an schon Glut kann. Das finde ich immer top, wenn ein Pokémon, das vom Typ, also das auch ein Typ hat und nicht normal ist, auch schon von diesem Typ eine Attacke kann. Das spricht auf jeden Fall für den Jay. Ach, das war's schon. Alles klar. Haha, lass dir diesen Sieg auf der Zunge zergehen. Und 800 Pokédollar, auch sehr wichtig. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Geld. Das ist eine Sache, die wir unbedingt brauchen. Der Kampf war so erquicklich wie ein Glas Limonade. Hier kommt das süße Vergnügen, das ich dir versprochen hatte. Eine Zuckererdbeere. Lol. Das passt sowas von zu Jay, weil der Erdbeeren so mag.
Okay, ja, Jay, hast du dir verdient, die Zuckererdbeere. Man lässt Hokumil zum Tragen, dreht es sich vor Freude im Kreis. Tja, Jay, tut mir leid, aber du hast zwar die Zuckererdbeere hier gerade richtig cool gewonnen, aber wenn Lisi das richtig geil findet, dann kriegt er das jetzt. Der dreht sich jetzt im Kreis, was auch immer das bringt. Aber sie tut's. Ist das nicht super toll? Okay, cool. Hast du Delions Umhang gesehen? Es ist ja toll, dass er so viele Sponsoren hat, aber besonders modisch sehen die vielen Logos nicht aus. Endlich mal jemand, der es sagt hier. Okay, also anscheinend ist Kabo unser erster Arena-Challenge-Leiter. Und weil der ein Feuer-Pokémon hat, denke ich mal, der erste wird gleich Feuer sein oder was? I don't know. Alright, also das ist das Café. Dann haben wir hier noch einen Musikladen oder was? Hi. Ich hab hier was für dich. Ah, wahrscheinlich TMs und sowas gibt's hier. Ja, das macht mehr Sinn. Energiefokus. TP heißt technische Platte? Alles klar. Kann man denn hier auch irgendwie einkaufen? Nö, ist zu. Ist auch die Frage, ist es jetzt zu, weil es dunkel ist oder ist zu, weil ich da noch nicht rein darf? Gut, dann haben wir hier noch eine Boutique, die uns zu teuer ist. Blumenladen können wir leider auch nicht rein. Wir schauen aber mal, was es hier für tolle Sachen gibt. Wir können sogar unseren Haarschnitt ändern, oder was? Nein, ich habe 3000 ausgegeben. Ich wollte erstmal nur gucken. Toll, okay, jetzt werden meine Haare verändert. Das sind alle, mehr gibt's nicht. Ach was, da geht's sogar bis ganz rüber. Das ist ja heftig. Ja, Undercut sieht am frechesten aus. Nehmen wir den Undercut. Oder kann ich hier noch... Ich kann sogar die Farbe ändern. Ich bin rot, ganz hübsch. Alles klar. Oh, was habe ich nur getan? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Vor allem, weil wir auch was Rotes anhaben, Leute. Dann möchte ich gerne auch ein Make-up. Wenn schon, denn schon, nicht wahr? Okay, also man kann seine Augenbrauen anpassen. Man kann sie dicker machen. Ja, ja, warum nicht? Und natürlich machen wir die auch rot. Oder vielleicht weiß oder anders. Ja, komm, machen wir sie auch rot. Was ist das noch hier? Man kann seine Augenfarbe ändern. Man kann sie doch ändern. Klar, beim Friseur ändere ich auch immer meine Augenfarbe. Ja, auf jeden Fall grün, oder? Regenbogenfarben, what the fuck? Holy shit. Okay, Flammen. Oh, was ist das? Ich glaube, ich nehme einfach grün. Ich finde grün hübsch. Ja, grün habe ich auch in real life. So, 4000 Pokédollar ausgegeben und jetzt sehen wir plötzlich ganz anders aus. Das ist auch schön. Ich finde es nicht so schlecht, Leute. Ich finde es nicht so schlecht. Ein bisschen cool. Oh Gott. Der Undercut ist ein bisschen merkwürdig. Ein bisschen sehr undercuttig. Hier ist die Boutique. Haben wir zwar gar kein Geld mehr für, aber... YOLO, gucken kostet ja nix. Mein Gott, hier sind voll die Markenklamotten. Kann ich mir alles nicht leisten. Sorry, ich wollte nur gucken. Okay, so, jetzt sind wir, glaube ich, mit der Stadt hier erstmal durch. Oh nein, hier gibt's noch mehr Shops. Warum? Hast du Bücherladen? Kann man leider nicht rein. Okay, was hast du? Noch ein Blumenladen? Okay, es gibt in dieser Stadt einfach zwei Blumenläden. Ist in Ordnung. Noch zwei Bücherläden gibt's auch. Und zwei TP-Läden gibt's es. Okay, also hier hinten ist irgendwie nichts Krasses. Dann hast du schon vorne überall eingekauft und hier hinten gibt es einfach nochmal genau dieselben Sachen. Gut, dann schauen wir uns jetzt endlich mal die Eröffnungszeremonie noch an. Glurak! Hallo Delion! Puh, danke Glurak! Du weißt ja meinen Orientierungssinn. Oh, hallo Dizzy! Na, fleißig trainiert? Na, dann war es ja richtig, dir einen Empfehlungsbrief auszustellen. Hier, bitteschön, das kannst du vielleicht ein Pokémon geben. Eine Fiole Zauberwasser. Oh, ein Edelstein, der Attacken von Typ Wasser versteckt. Okay, kriegt auf jeden Fall Memeon. Naja, dann nimm jetzt mal den Aufzug, dann kommst du ins Engine-Stadion. Er hat sogar dieselbe Farbe wie deine Haare. Ist das nicht toll? Wie er uns auch immer irgendwas schenkt. Zauberwasser. Das kriegt der Memeon. Ja. Alrighty. Dann schauen wir mal. Oh Gott. Viel zu schnell. Viel zu schnell. Und die Stadt ist einfach noch größer als gedacht. Ja gut, ich will jetzt hier nicht wirklich noch mich umgucken. Mit dem Pokéball hier reden wir nochmal. Tada! Du willst ja nicht so schade, mit Pokéball wie mich anzusprechen. Dafür will ich dir was Feines geben. Guck mal. Schon hat es sich gelohnt. Geil, 200 Pokédollar gespart. Ach übrigens, mal so unter uns. Ich bin in Wahrheit gar kein Pokéball. Da bist du Buffy. Hast du eine Idee, wer ich bin? Also gut, ich verrate es dir. Man nennt mich Baldwin. Hahaha. Hallo Hopp, auch schon da. Ach, da bist du ja. Ich zittere schon total vor Nervosität. Ach Quatsch, das ist pures Adrenalin. Ich bin so aufgeregt. Na komm, Dizzy, lass uns reingehen. So, dann ist das jetzt die letzte Sache, die wir in diesem Part noch machen. Uns die Eröffnungszeremonie anzuschauen. Wow, schau dich mal oben. Überall Arena-Challenger, egal wo man hinsieht. Gegen all die müssen wir uns also durchsetzen. Na komm, melden wir uns an. Es ist hier nicht so wie in den anderen Teilen, dass es Arena-Leiter gibt. Und man in die Doch. Hey, hier gab es doch auch Arenas, oder? Nicht? Arenen? Mann ey, so ein Doofkopf. Was geht denn mit dem ab? Hallo, wir wollten uns einmal auch für die Arena-Challenge anmelden. Wir haben auch ein Empfehlungsschreiben dabei. Oh, eine Empfehlung von Champ persönlich? Sowas sehe ich zum ersten Mal. Dann müsst ihr ja wirklich großes Talent haben. Scharf beobachtet, mein Name ist Hopp und das da ist Dizzy. Okay, ihr seid beide angemeldet. Jetzt müsst ihr euch nur noch eine Trikotnummer aussuchen. Natürlich die 5. Die Eröffnungszeremonie findet morgen statt. Alle Teilnehmer dürfen kostenlos im Knospi-Im übernachten. Danke.
Also können wir hier auch noch nichts machen. Dann halt, hi. Ich bin die Elite, also geh mir aus den Augen und verschwende nicht länger meine kostbare Zeit. Okay. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Dizzy. Ein Niemand. Ja, aber ich habe zumindest einmal gegen Hopp gewonnen. Das hier sieht wie das Knospi-Inn aus. Da ist nämlich ein Knospi als Symbol. Wir werden uns irgendwann nochmal in der Stadt umgucken, aber das wird mir gerade viel zu lange dauern. Okay, what is that for a Statue? Oh, hi Kids. Wie es aussieht, habt ihr die Anmeldung schon mal erfolgreich erledigt? Was machst du denn hier im Hotel? Na, ich stelle Nachforschung über das rätselhafte Pokémon aus dem Schlummerwald an. Ich dachte mir, dass es vielleicht irgendwie mit der Legende der Galar-Region zusammenhängt. Wo ihr schon mal da seid, können wir uns auch gleich zusammen den Kopf zerbrechen. Diese Statue, wer soll das sein? Das ist der Held, der Überlieferung zufolge einst die Galar-Region gerettet hat. Link. Vor langer, langer Zeit erschien am Himmel von Galar ein schwarzer Wirbel. Die Leute nannten ihn die finstere Nacht. Gleichzeitig tauchte überall gigantische Pokémon auf, die die Region unsicher machten. Doch dann erschien ein tapferer Jüngling. Gewappnet mit Schwert und Schild bot er ihnen die Stirn, bis er sie bezwungen hatte. Diese Statue stellt angeblich jenen heldenhaften Jüngling aus der Legende dar. Wow, das klingt, als wäre dieser Held ungefähr so stark gewesen wie mein Bruder. Wenn du herausfinden willst, was hinter dem Schwert, dem Schild und dem Wirbel steckt, hast du auf jeden Fall eine Menge Arbeit vor dir. Sania schafft das schon! Danke, ja, ich krieg das schon irgendwie hin. Irgendwie werde ich eine heiße Spur finden. Abi sollte dir das einchecken. Ja, machen wir. Oh, da sehen wir die bösen Leutchens. Die sehen böse aus, die haben dunkle Sachen an und sehen voll aus wie Punks. Team Yell ist das. Aber ich sehe genauso aus wie die. Musste ich mich gerade drehen? Was passiert denn jetzt? What? Ist nicht dein Ernst? Was? Ich hab mich gedreht. Das war ein Hinweis oder was? Mit der Beere. Dass es sich da dreht. Ich musste mich selber drehen. Okay, das war gerade vollkommen random. Dann Lesi hat sich zu einem Pokémon entwickelt. Mit Erdbeeren drin. Jay, willst du vielleicht ein Pokusan werden? Bei der Entwicklung wurden seine Körperzellen verquirlt, wodurch es einen aromatischen Geschmack angenommen hat. Was ist das? Ja, bitte, erlerne Verzierung. Was ist das für ein Pokémon? Tackle kommt dafür weg. Weiß ja nicht, was ist, was die Verzierung macht, aber Verzierung klingt gut. Schön. Hat sich Lacy auch entwickelt. Naja, ich sehe aber ja aus wie diese Punks hier von Dalem her. Die mögen mich bestimmt. Ole, 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 ole. Die Kollegen von Team Jell und ich sind extra angereicht, um unseren Lieblingstrainer bei der Arena-Challenge anzufeuern. Wenn du uns dabei in die Quere kommst, müssen wir leider den Pokémon platt machen. Mal sehen, wer hier wen platt macht. Okay, warum sehen die alle gleich aus? Das ist ja super dumm. Legst du es echt drauf an, was? Wie du willst, ich hab dich gewarnt. Team Jell besteht nur aus echten Fans und echte Fans schrecken von nichts zurück, um ihren Star zum Sieg zu verhelfen. Das wirst du gleich sehen. Hard Rock Metal. Das sind die Kontrahenten in diesem Spiel. Team Jell. Einfach mal Sternschau ausprobieren, ne? Unsere coole neue Attacke. Galar-Zigzag hat dagegen leider keine Chance. Das tut mir sehr leid. Oh, okay, das war's schon, oder was? Erst breche ich den Streit vom Zaun und dann verliere ich ihn auch noch. Was ne Blamage. Hey Leute, das schreit nach der Revanche. Zeigt dir, dass Team Jell immer zusammenhält. Muss ich jetzt gegen jeden Einzelnen kämpfen? Können wir nicht einfach einen Viererkampf machen? Ah, geht klar, Kumpel. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, in der Hotellobby zu kämpfen? Locker geht gleich irgendein Hotelmitglied dazwischen. Ja! Kleptifuchs! Ja, das sind diese krassen Rüpel-Pokémon. Kleptifuchs und Zigzags. Sollte ein Sternschauer eigentlich auch auslangen. Was? Er greift als erstes an! You don't say. Und weg. Toll. Ich bin jetzt schon zu stark. Verdammt, hätte ich doch nicht so lange in der Zone da bleiben sollen? Ich will nämlich eigentlich nicht allzu stark werden. Ich will gar nicht so viel grinden. Sorry, diese Schickimicki-Atmosphäre hier hat mir wohl das Hirn vernebelt. Ich fühle mich in diesem Nobelschuppen einfach nicht wohl, sonst hätte ich nie verloren. Was ist das denn für ein Lärm, Dizzy? Ich dachte, du willst nur einchecken. Moment mal, hast du etwa die ganze Zeit gekämpft? Keine schlechte Idee, pass auf, ich steig mit ein. Das ist bestimmt ein gutes Training. Endlich mal ein 2-gegen-2er-Kampf hier. Wenn wir mit uns fertig sind, jubeln wir Ole. Ihr widmet dann maximal noch Ole. Krasser Kampfesspruch. Zigzags und noch ein Kleptifuchs. Ist in Ordnung. Unser erster Doppelkampf, ich bin ja so aufgeregt. Okay, wie machen wir es? Hopp. Hab ich eine... Geht Aquavelle auf alle? Nee. Okay, ich gehe auf Kleptifuchs, du gehst auf Zigzags. Kann ich auf Volley angreifen? Ich kann auf Volley angreifen. Mann, ich bin zu stark für diesen ganzen Kram hier. Toll, gut gemacht, Hopp. Hast du seine Verteidigung? Nee, seinen Angriff gesunkt. Gesunkt hast du ihn. Boah, er trifft einfach beide. Wie krass ist das denn? Hätte ich das von Anfang an gewusst. Gut, ich kümmere mich drum, ne? Volley
Nein, Sternschau hätte auch beide getroffen. Ah, hätte ich das mal vorher gewusst. Hätte ich das mal alles vorher gewusst. Ich hätte die einfach One-Hit machen können. Das ist ja geil, dass Sternschauer mehrere Leute trifft. Das merken wir uns auf jeden Fall. Ach, deine Niederlage macht mich traurig und wenn ich traurig bin, kann ich niemanden anfeuern. Dabei wollte ich mir doch eigentlich nur die Eröffnungszeremonie anschauen. Ja, ist doch eure Schuld, wenn ihr mich hier nicht einchecken lasst. Jetzt habt ihr allen Grund zu jubeln und wir können nur leise wimmern. Hey, was ist denn hier los? Miss Mary? Ist die Anführerin? Ja, also, ich verstehe ja, dass ihr mit dem anderen Arena-Challengers auf Kriegsfuß stehst, aber müsst ihr wirklich so grob mit ihm umgehen? Nehmt es diesen Haufen bitte nicht übel. Das sind meine Fans, sie nennen sich Team Jell und feuern mich bei der Arena-Challenge an. Aber wie es aussieht, übertreiben sie das mit dem Unterstützen ein bisschen. Na los, ab mit euch, geht nach Hause. Team Jell will auf jeden Preis, dass ich gewinne. Deshalb behandeln sie andere Arena-Challenger oft etwas rabiat. Tut mir echt leid, wenn sie euch Schwierigkeiten bereitet haben. Ach, du bist also auch Arena-Challenger. Und du hast schon deinen eigenen Fanclub? Das ist ja mega geil. Oh, haha, ja, so ist das. Okay, so, dürfen wir uns jetzt endlich einchecken. Ja, ich bin dein Arena-Leiter. Schön, okay, darf ich bitte ins Hotel? Ab nächsten Morgen. Guten Morgen, Ohio, Rosaras. Ab heute wird es endlich ernst. Dieser Tag wird ein wichtiger Kapitel in der Legende von Hop. Kommen Sie, machen wir ein Wettrennen bis zum Engine-Stadion. Hast du gemerkt, dass ich eine andere Haarfrisur habe und andere Augenfarbe und so? Nein, na gut, dann nicht. Gut, diese Folge ist jetzt aber schon viel zu lang. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns dann die Zeremonie beim nächsten Mal an. Ist, glaube ich, auch geiler, wenn man das gleich am Anfang der Folge dann sieht. Und anscheinend müssen wir da ja auch sofort kämpfen, oder was? Deswegen würde ich sagen, was ist dann mit dieser Folge? Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, auch wenn das jetzt sehr viel Story war und so, sehr viel Leserei. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr Pokémon sein wollt, wenn ihr noch keins seid, dann auf jeden Fall auch in die Kommentare damit. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.